Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video. Diesmal wieder zu Paper Unchained. Und in den letzten 24 Stunden hat sich wieder einiges getan. Es gab wieder hier super viele Zuflüsse und was mich auch freut, wieder einige, die bereit sind, auch ihre Token zu staken. Und das freut mich immer, vor allem wenn die Beträge wirklich hoch sind. Aber hier sind etwas weniger Wale dabei, als wir es sonst gewohnt sind. Es sind eher so die normalen Leute, wie du und ich, die mit mehreren hundert Dollar da reingehen. Und das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Ich habe es mal zusammengezählt, in den letzten 24 Stunden waren es 24,7 Ethereum. Das sind umgerechnet 57.851 Dollar. Und das Interesse an dem Token ist also immer noch sehr hoch. Hier fließen so ungefähr täglich zwischen 50 und 100.000 in Paper Unchained hinein. Ich würde dir also wirklich empfehlen, wenn du dich mit dem Token noch nicht auseinandergesetzt hast, dann mach das bitte. Du könntest vielleicht etwas Großes verpassen. Gib der Sache eine Chance. Hier kommen wenigstens wirklich Zuflüsse rein im Vergleich zu vielen anderen, wo halt derzeit einfach nur noch Ablüsse sind. Und wenn du also überlegst einzusteigen, dann kannst du das über Ethereum oder auch die Binance Smart Chain machen. Aber über BNB kannst du dann nicht staken, aber das ist wirklich nicht schlimm. Dann bleibst du nämlich zum Start flexibel und kannst direkt Gewinne mitnehmen. Das bevorzuge ich auch und empfehle ich. Wenn du also Interesse hast einzusteigen, findest du den Link in der Videobeschreibung. Nutze diesen am besten auch, um auf keine Scams heranzufallen. Es ist super einfach, verbinde dein Wallet, bestimme wie viel du investieren möchtest und schon bist du dabei. Falls du dir unsicher bist, schau dir auf jeden Fall auch noch meine anderen Videos zum Token an. Da gehe ich eigentlich in jedem Video auf andere Sachen noch mit ein und teile viele wichtige Sachen zum Projekt. Und check natürlich auch das Audit von SolidProof aus, denn Sicherheit geht wie immer vor. Es gibt hier wirklich viele Gründe, bullish zu sein, aber einer, der mich besonders bullish stimmt, ist, dass eben 73% der im Presale gekauften Paper Unchained Token sich bereits im Staking befinden. Und diese können dann eben nach dem Listing nicht direkt verkauft werden. Wie man den berechnet, das habe ich in meinen anderen Videos gezeigt, schau da gerne mal rein. Also gerade im Presale bedeutet das halt eben, dass die Token, die gestaked sind, die werden nach dem Listing nicht auf den Markt kommen und das könnte natürlich den Verkaufsdruck stark reduzieren. Und zum anderen wird der Presale voraussichtlich im September enden, also genau dann, wenn viele Investoren nach der Sommerpause eben wieder in den Markt kommen. Das ist natürlich perfektes Timing. Ich erwarte, dass wir dann zu diesem Zeitpunkt auch eine wirklich positive Kursentwicklung sehen, was natürlich dann perfekt passt. Also meine persönliche Strategie, und die habe ich ja schon öfter erwähnt, bei solchen Projekten ist, dass ich, sobald ich gut im Gewinn bin, auch direkt verkaufe. Und meistens steige ich auch nicht wieder ein. Denn das Interesse und der Fokus der Leute, der schwappt meist in andere Presales über. Das heißt natürlich nicht, dass Pepo jetzt danach nichts mehr reißen könnte. Vor allem, wenn sie halt eben umsetzen, was sie versprochen haben, könnte das wirklich interessant werden. Aber ich bin da immer vorsichtig, denn eine Layer 2 Blockchain zu entwickeln, ist natürlich alles andere als einfach. Und zur Erinnerung, das gesamte Finanzierungsziel von Paper Unchained beträgt knapp über 14 Millionen. Wir haben ja fast die 13 bereits erreicht. Also es ist nicht mehr lange, ich bin wirklich gespannt und überleg dir wirklich, ob du der Sache eine Chance geben möchtest. Die meisten gehen damit ein paar hundert Dollar rein. Das finde ich definitiv in Ordnung. Aber an der Stelle natürlich keine Anlageberatung. Bitte mach immer deine eigenen Recherchen, bevor du irgendwo hinein investierst. Und das soll es jetzt mit dem kurzen Update zu Paper Unchained gewesen sein. Sobald etwas Neues passiert, dann halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Natürlich ganz viel Glück bei deinen Investitionen. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.